and welcome to InterGeo TV News. It is day two of InterGeo 2021 Hybrid, and we are broadcasting live from the exhibition halls in Hannover. Here in the news, we will keep you up to date on what's happening at the conference, at the expo stage, but of course also what innovations the exhibitors have brought with them for the restart of InterGeo. So I'm now looking forward to my guest, Thomas Schmidt from StoneX, and with him I will now conduct the interview. And we are now talking in German. So, also herzlich willkommen bei InterGeo TV, Thomas Schmidt. Und Sie sind für die deutsche Vertretung des italienischen Herstellers StoneX hier. Sie sind Geschäftsführer der StoneX.de. Und wir starten erstmal. Wie sind Ihre Eindrücke von diesem Restart der InterGeo hier 2021 in Hannover? Also, hallo erstmal, mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin froh, dass wir endlich wieder live dabei sein können auf der weltgrößten Vermessermesse. Und die Eindrücke sind sehr positiv. Wir haben endlich wieder unser Netzwerk, wo wir die Leute begrüßen können und mit ihnen sprechen können. Wir haben letztes Jahr digital teilgenommen als StoneX-Vertretung und das war besonders, aber besonders unter den entsprechenden Umständen auch. Schon schön, sich wieder treffen zu können. Sehr schön. Was haben Sie denn mitgebracht zum Restart? Was gibt es Neues, was Sie präsentieren hier in Hannover 2021? Also wir haben eine ganze Fülle an Produkten mitgebracht und sehen in verschiedensten Bereichen das Potenzial in 3D-Punktwolken. Mhm. Da haben wir Hardware mitgebracht, da haben wir Software mitgebracht. Ebenfalls haben wir aber auch weiter unsere Special Projects entwickelt. Eine Individuallösung für Maschinensteuerung, sowohl im Agrarbereich als auch im Solarbereich, für das Bausegment. Man muss dazu sagen, die Welt der Vermesser hat sich doch extrem erweitert. Nicht nur der reine Vermesser ist aktiv, sondern auch der Polier auf der Baustelle. Und das greifen wir auf, übergreifend auch auf die Maschinen mit einer sehr offenen Systemphilosophie im Software- und Hardware-Bereich. Spannend. Und ich habe auch so das Gefühl, es haben sich wirklich Technologiesprünge getan, seitdem wir uns 2019 zuletzt in Stuttgart eben alle getroffen haben. Da hat sich einiges getan in der gesamten Entwicklung. Und Ihr Motto ist ja auch einfach vermessen, ne? Genau. Ihr Unternehmensmotto, wenn ich es richtig gelesen habe. Und dazu wird bei Ihnen das Thema Offenheit großgeschrieben. Ja. Was genau bedeutet das jetzt für Ihre Kunden? Für unsere Kunden bedeutet das letztendlich sehr viel Flexibilität in ihrer Anwendung. Mhm. Es gibt einen Kundenwunsch und wir als StoneX-Familie haben den Anspruch, auf unsere Kunden selber einzugehen. Und dann setzen wir auf mit eigenen Lösungen, aber auch immer, um den Blick nach außen zu wahren, von der Software bis zur Hardware, diese dort frei anzubinden. Der Kunde hat den Wunsch, eine eigene Software zu nutzen, dann versuchen wir das ebenfalls zu integrieren. Das ist möglich, weil gerade, wie Sie gesagt haben, doch einiges sich technisch getan hat. Im Hardware-Bereich sieht es so aus, dass wir natürlich unsere Produkte nutzen und auch platzieren. Aber die Schnittstelle zur Software, da pflegen wir eine offene Systemphilosophie, die wir auch unterstützen im Sinne des Kunden. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, im Sinne des Kunden, für den Kunden, genau. Integration, Schnittstellen und so weiter. Das heißt, diese Spezialisierung auf den Kunden, auf sein Projekt ist bei Ihnen auch wichtig. Absolut, absolut. Die Schnittstellenthematik ist im Laufe der Jahre, hat sie sich grundsätzlich geöffnet, weil es etablierte Schnittstellen gibt. Aber das User-Interface so zu etablieren für den Kunden mit speziellen Wünschen, da ist nochmal eine gewisse Intelligenz zwischen, aber auch die Einstellung von StoneX selber gehört dazu, das auch zu unterstützen. Wir haben natürlich eigene Produkte, auch sehr gute Produkte, wo wir sehr großen Erfolg mit haben. Aber wir wollen immer einfach offen sein. Sie haben mir gesagt, vieles los an Ihrem Stand. Es ist ein guter Mittwoch auf der InterGeo. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch ganz viele gute Kundengespräche, gute Geschäfte und gutes Gelingen hier auf der InterGeo 2021. Und schön, dass Sie Vielen da Dank. Sind. Dankeschön. And we continue with my colleague Günter Knappe. He now meets with Dr. Christian Hesse. He is vice president of the InterGeo's organizer DBW. And in the following interview, we'll learn everything about the focus topic BIM today in the InterGeo conference. And as well, of course, as further insights into InterGeo's world. Ganz herzlich willkommen.
Gerne. Wir sind hier im Intergeo TV Studio. Sie waren heute in der Konferenz unterwegs, dazu gleich mehr, aber Sie haben sich auch die Messe schon angeschaut. Was sind Ihre Eindrücke von dieser ersten physischen Messe Intergeo 2021? Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem, was man hier sieht. Die Aussteller sind wieder zurück. Wir sehen wirklich Licht am Ende des Tunnels. Es war ein vorsichtiger Start, keine Frage. Wir haben hier verschiedene Einschränkungen, die wir aufgrund von Corona auch noch berücksichtigen müssen. Aber die Stimmung ist positiv. Ich habe mit vielen sehr zufriedenen Ausstellern gesprochen. Der Blick geht nach vorne und das ist eigentlich das, was zählt, das Signal an die Branche. Wir sind noch da und es geht wieder aufwärts. Die Intergeo stand und steht für Innovationen, für neue Produkte, für Entwicklungen, für Wissenschaft, Forschung. Das ist auch in diesem Jahr wieder zu spüren in der Konferenz, auf den Stages, überall. In der Konferenz heute ist das Thema von Seiten des DVW BIM als Thementag sozusagen, ein Gebiet, in dem Sie sich bestens auskennen. Sie waren heute auch in der Session mit dabei. Die Schwerpunkte aktuell, wie würden Sie die beschreiben? Ja, beim Thema BIM fragt man sich im Moment, sind wir schon da, wo wir hinwollen? Ist das Versprechen, was BIM gegeben hat, schon erfüllt oder ist da noch was zu tun? Wir hatten eine sehr, sehr interessante Panel-Diskussion mit vier hochkarätigen Teilnehmern. Man muss sagen, da ist sicherlich noch Luft, auch was den Beitrag der Vermessungsbranche angeht. Wir haben sehr, sehr gute Chancen, da auch als zentraler Datenlieferant für BIM-Projekte zu fungieren. Und es kamen auch sehr interessante Fragen, kann man vielleicht auch ein Low-Cost-BIM oder ein BIM-Light machen in Zukunft, so wie wir das aus anderen Industriesegmenten sehen, wo man eben nicht mehr ein voll entwickeltes 3D-Modell liefern muss, sondern eben auch Teile der Punktwolke nutzt, die ja zentraler Datenlieferant auch für BIM-Modelle ist. Und gerade diese Verbindung, die wir als Geo-Community eben liefern können, ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Beitrag, den wir da auch in Zukunft zum Thema BIM noch liefern werden. Ich entnehme Ihren Worten. Wir alle wissen ja, mit BIM schon seit Jahren haben wir uns beschäftigt. Und zwar immer Innovation. Wie geht's weiter? Der Weg ist noch ein wenig zu beschreiten und da kann durchaus noch ein bisschen Tempo rein. Ja, natürlich kann da Tempo rein. Wir haben einen Stufenplan, der noch nicht so ganz erfüllt ist, muss man sagen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wir in Deutschland immer dazu tendieren, Dinge sehr weit zu entwickeln, konzeptionell, bevor wir dann anfangen. Andere springen da einfach schneller ins kalte Wasser. Das muss nicht heißen, dass wir da abgehängt werden. Also ich sehe das Rennen noch längst nicht verloren. Wir haben als deutsche Community da sehr gute Chancen. Wir haben einen großen Rückhalt auch im Building Smart. Also da bin ich auch sehr positiv gestimmt, gerade nach der Diskussion heute. Das war klasse, muss man sagen. BIM, ein Stichwort, Smart City, auf der anderen Seite UAV, das alles steht für die Vielfalt dieser Intergeo, die sich auch immer wieder neu erfinden muss. Das gilt, ja, glaube ich, auch ein Stück weit für den Veranstalter, für den DVW. Corona hat da sicher Fragen aufgeworfen, natürlich im Bereich der Nachwuchsförderung, ist sicher nicht einfacher geworden, auch im Bereich der universitären Ausbildung, ja, aber auch natürlich das Stichwort letztendlich, wie geht man mit Digitalisierung und ähnlichen Themen um und den Mitgliedern. Ich denke, auch da gibt es neue Schritte zu tun. Ja, wir haben als DVW 7000 Mitglieder und sind natürlich bestrebt, auch die Mitgliederbasis weiter auszubauen. Die letzten zwei Jahre haben es uns extrem schwer gemacht, auch an neue Mitglieder ranzukommen. Die Studenten kennen ja sich zum Teil noch nicht mal innerhalb des Semesters, sondern eben nur über digitale Kanäle. Das heißt, diese ganze soziale Vernetzung hat da nicht stattgefunden und auch der Kontakt zu Berufsverbänden. Das ist das, was wir jetzt natürlich auch durch so eine Intergeo versuchen wiederherzustellen, den Kontakt aufzunehmen. Das muss gemacht werden, aber wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben ja als Vermessungsbranche schon immer einen hohen Digitalisierungsgrad gehabt. Und ich glaube, das hilft uns in dieser Zeit sehr. Das hat man eben auch gesehen. Wir sind sehr gut als Branche durch die Corona-Pandemie gekommen, weil wir eben es gewohnt sind, mit digitalen Medien umzugehen und mit digitalen Daten. Auch das ist sicherlich einer der Vorteile, die wir haben. Und eigentlich müsste man sagen, auch wenn es schwierig ist im Moment durch Corona mit den Unis und ähnlichen Dingen, die Attraktivität für den Beruf des Geodäten sozusagen mit all den Umfeldberufsbildern ist eigentlich doch attraktiver geworden. Die Attraktivität ist enorm. Also ich sehe das an der Breite der Anwendungen, in die einzelnen Absolventen gehen. Das ist vom autonomen Fahren über Geoinformationssysteme bis hin zu Bauwerksmonitoring, UAV. Ich glaube, es gibt kaum einen Beruf mit so einer breiten Zukunftsperspektive. Zeigt ja auch die niedrige Arbeitslosenquote, die wir haben. Ich kenne keinen, der wirklich auf der Suche nach einem Job ist. Also
Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ihr Kollege aus dem Präsidium, Professor Hans-Jörg Tutra, hat als Präsident gesagt, hier an dieser Stelle, für ihn ist 2021 Intergeo auch symbolisch für den Aufbruch in eine neue Dekade. Was sagt der Vizepräsident Christian Hesse? Ja, das ist genau meine Meinung. Wir haben einen tiefen Einschnitt jetzt gehabt. Wir haben viele neue Kommunikationsformate entwickelt, auch mit Hilfe unseres Partners Hinte. Und die gilt es jetzt eben aufzubauen. Wir haben sehr viele Erfahrungen gesammelt in den letzten 2 Jahren mit einer digitalen Intergeo, mit einer hybriden Intergeo. Die Dinge, die sich als lauffähig erwiesen haben. Wir erreichen internationales Publikum aus mehr Ländern als jemals zuvor. Ich glaube, das sind sehr gute Voraussetzungen. Wir müssen die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, das ist keine Frage. Und es wird sich einiges ändern, aber es wird sich nicht zum Negativen ändern. Christian Hesse, schön, dass Sie da waren. Danke. Danke Ihnen. And now on the subject of young talents in geodesy, now for all those who are still looking for a job or thinking about what you would like to do. So the German campaign, the World Surveyors, die Weltvermesserer, Workplace Earth gives insights into the profession of surveyors, geodesists and geodesists. Hallo, mein Name ist Marlene Rübker. Ich bin die Social Media Managerin der Weltvermesserer-Kampagne und wir sind angetreten, in der Vermessungsbranche für Nachwuchs zu werben. Seit einem Jahr gibt es diese Instagram-Kampagne und wir arbeiten eben dran, junge Menschen die Geodäsie näher zu bringen, zu zeigen, wie vielfältig der Beruf ist und was man hier alles so machen kann, wenn man sich für eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich Vermessung interessiert. Die Weltvermesserer-Kampagne findet man hauptsächlich auf Instagram, aber natürlich auch auf Facebook. Und es kann sich jeder beteiligen. Das ist das Gute daran. Also jeder, der interessanten Content hat im Bereich Geodäsie-Vermessung, darf mir das schicken at socialmedia@bdvi. Und dann kommt es direkt bei mir an. Wir verarbeiten das, machen tolle Stories, Geschichten und Postings draus. Also gerne beteiligen, mitmachen und das Thema Ausbildung in der Geodäsie nach vorne bringen. Genau, die Weltverbesserer, da sind sie auf Instagram und haben auch tolle Stories von hier. So, let's continue with a four-legged friend about 50, 60 centimeters high, who's something of a shooting star at Intertio 2021. We are talking about Spot, the new four-legged friend with a host of new features, who is on show at the Regal booth. And my colleague Caroline Carnevale took a closer look at Spot for you. Thank you, Denise. Yes, as you said, I'm here at the booth from Riegel, and by my side is Nikolaus Studnitzka. He is responsible for the static laser scanning. And we have another guest here. He's called Spot. Tell us a little bit about Spot. Yeah, the Spot is a robot on the legs, which is a product of Boston Dynamics, an American-based company. And we tried to integrate our terrestrial laser scanner on top of this artificial dog. Which technology is behind this, that it moves like a real animal? So I cannot talk too much about the robot itself, but in our case, the laser scanner takes one laser scan after the other, and inside of the scanner, all these scan positions are registered, and you get a map of the surrounding online. So the scanner tells the robot where to go next. And where can it be used? You can use the combination of the Spot and the scanner, for example, on the construction site, where you want to check the as-built with the planned house. So you get in the BIM industry, building information modeling, you have a 3D model, and with our laser scanner you get the 3D point cloud, and you can compare and you can see if it fits together and where are the differences. And is it like a view into the future? Yes, the combination of surveying instruments, surveying grade instruments like our laser scanner with millimeter accuracy, in combination with robots, I think that's the future. The robot can have wheels, legs, or it's a drone in the air. So thank you very much for this insight. And back to you, Denise.
Thank you very much, Caro. And we are back here at Interview TV Studio Live. And now I talk to Professor Jochen Schiewe, President of the German Cartographic Society and Professor of Geoinformatics and Geovisualization at the Hafen University, Hamburg. So, Professor Dr. Schiewe, you call linked geodata as a fundament of a smarter world and smarter maps. And also for smarter decisions. So in which cases are these smarter maps essential? I think today we don't experience really linked data. This is first of all the key problem. We collect data for many applications, but on the other hand, from the application point of view, it is not feasible to use this data in many cases. It starts with the availability of the data sources on the one hand side, and then on the technical methodology possibilities really to put all this data, this heterogeneous data, this dynamic data together on a platform that can be used for all the people. And this is all about all the mega trends that we have, climate, health, we know about this. All of them have geospatial data in mind and in their application, and they have to be linked in order to get to the decision makers. So do you have some concrete examples for solutions for a smarter world? The solution, of course, is first of all typically a technical solution to build developments, to get rid of some interfaces or at least make the interfaces not visible to the users. But it's also about educating the people, including ourselves, more and more to get open-minded, to produce the data not only for yourself, but open the data, making them available. Thank you very much, Professor Jochen Schiewe. And thank you very much for your attention here at InterGeo TV News. And now have fun at InterGeo 2021.